Hey, oh Freunde, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Apocalypse 2021. In der letzten Folge haben wir die zweite Welt abgeschlossen, hatten einen netten Gast namens Robespierre 15 dabei und heute habe ich wieder mal eine ganz nette junge Dame hier am Start. Ja, also jung, kannst du dich bitte vorstellen? Jetzt hat's mir doch glatt die Sprache verschlagen. Nee, aber hallo, ich bin die Lilly und ich werde dem Koni heute mal ein bisschen auf die Finger gucken. Auf die Finger? Oh, bitte nicht. Nee. Ich habe meine Finger ganz seltsam irgendwo hingesteckt. Und ich habe letzten das Part... Das will ich gar nicht wissen, wo die jetzt sind. Also im letzten Part haben wir kurz vor der Röhre aufgehört. Einen kleinen Cliffhanger, wo die Leute nicht wissen, wie es hier weitergeht. Aber das werden wir jetzt heute erfahren. Also ich würde genau jetzt im Part beenden. Kann ich hier denn in die Röhre rein? Oha. Du wirst doch jetzt nicht an so einer kleinen Aufgabe wie einer Röhre scheitern. Ja doch. Ich meine... was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, 99 Sterne. Ich glaube, ich habe da ein bisschen zu wenig. Gut, das war's. 99. So. Behind the door is a fail-safe to Bowser's master plan, a way to reverse all the damage he caused and save the world. But in order to do it, it requires the power of every star still left in the world to use. Ja. Du hast doch bestimmt vor, das 100% abzuschließen. Natürlich. Nicht wahr? Natürlich mit Save-State, aber dafür mit Save-State diesmal. Ich werde mich jetzt nicht nochmal durchquälen. Ist richtig. Und diesmal darfst du das vorlesen. The Breach of Time is a crossroad between the past, the present and the future. You might need to travel through time in order to counter against Bowser at all costs. Yes, richtig. Also, hörst es. Zeitreisen. Egal, was es dich kosten wird. Das haben wir ja auch schon. Die zweite Oberwelt würde ich auch fast sagen. Und wir schauen es uns mal ein bisschen an, bevor wir hier uns in ein Level stürzen, was tatsächlich auch sehr entspannt ist. Und die Musik sagt auch schon sehr viel, nicht sagen was aus. Findest du nicht? Oh ja, sehr schön. Also ich finde die die Oberwelt sah zuerst aus wie dieses Bowser-Schloss. Das Peach-Schloss. Mhm. Das man ja eigentlich so kennt, weil da war dieses Buntglas am Wand. Yep. Der Rest sagt mir gerade nichts. Aber cool. Weißt du was? Ich würde gern drin wohnen. Ich nicht. Hat was? Ich nicht. Weil das wieso ist dir alles zu klein, oder wie? Ja, aber nichts ist so klein wie der... Toni! Nichts ist so klein wie richtig. Schaut uns an, Rüdiger. Toni! Ja? Bist du sicher, dass der die Videos guckt? Nein. Wenn ja, dann. Dann werden wir mal ordentlich die Werbetrommel rühren. Warte, nee, brauche ich nicht. Ist es egal. Denn der kann ja hier so. Da kann doch auch der Rüdiger noch was lernen. Ja, definitiv. Er wird was lernen, aber. Ja, ich glaube, Luck Millard und alle Speedrunner können hier einpacken. Was für Luck Millard? Na gut, Luck. Keine Ahnung, wie gut Klüger Lord überhaupt ist. Genau der! Ja, aber ich weiß ja nicht genau, wie gut er einspielt. Er kann recht viel, tatsächlich. Aber ich glaube, er spielt nicht so viel Kaizo Hex wie ich. Nein, also ich habe ihn noch keinen Kaizo Hex spielen sehen. Außer seinen eigenen. Den ich auch auf meinen Kanal gebracht habe. Ups, das war nicht so gut. Aber da habe ich jetzt die 8 roten Münzen, die hier auf der Oberwelt schön verteilt sind. Yay. Und jetzt guck dir das mal an. Es läuft kaum 3 Minuten und schon hast du den ersten Stern. Gut, weil ich das Spiel auch kenne. Ich fand es da. Das macht nichts. Und du hast noch nicht einen Save State geladen. Und damit du auch beim Schneiden des Videos noch was zu tun hast. Ich schneide nicht. Aber was würdest du sagen? Oder in der Nachbearbeitung noch was zu tun hast. Wow. Bitte viel Spaß beim Zählen. Ich hasse dich. Nein. Das weiß ich. Thanks, Heaven. It's you, Mario. Bowser destroyed our town, but we came here to shelter. Besides me alone, the other toads are safe and sound. But I have no clue where they went off to. Ja.
Schlecht. Feiglinge. Ja, gut. Weißt du, was dem Tod fehlt? Was? Dieses Stirnband mit dieser Stirnlampe dran. Das könnte ja der Tod von der Todbrigade sein. Ich glaube, der wurde, glaube ich, sogar mal erwähnt. Im Spiel. Tatsächlich. Gut, ich... Ein silberner Mario. Er ist so silbrig, so schön glänzend. Okay, das ist keiner seltsam. Das ist eigentlich nicht. Das ist seltsam, ich bin eine Elster. Oh mein Gott. Wow. Okay, ich hab's jetzt schon nicht bereut, dich mit ins Boot geholt zu haben. Das freut mich. Und hier gehen wir in eine geheime Welt rein. In eine sehr entspannte Welt. Wir machen Urlaub, hurra! Nein, da oben nicht. I Urlaub, weg damit. Nein. So. If you are reading this, that means that you found the secret world. This world takes place in a cooler version of the big house from Rainbow Ride. It's also possible and requires to get all the stars carpetless. It also mentioned that there are 3 stars in this level. Well, there is certainly 2, but it's complicated. You'll understand what I mean when you get there. Ja. Ein schönes Haus. Bin jetzt, Ja? Was hast du kennst sagen? Du die sag mal, kennst du die Attacke Amnesie? Ja, natürlich, ich bin Pokémon. Wie sieht die aus? Ich hab's vergessen. Da erscheinen bei über dem Pokémon 3 Fragezeichen. Das war der Witz wegen Amnesie. Ja, genauso sah ich eben aus, als ich das Schild gelesen habe. Dachte mir nur deutsches Fragewort ohne W. Hä? Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts! Willkommen in meiner Welt. Hilfe! Die Spinne ist böse und gefährlich. Hallo? Spidey! Der hat kein Geld mehr! Spidey ist gefährlich! Ach, weißt du, was das ist für ein Effekt? Was? Bei der grünen Giftgrotte am Anfang, wenn du da über diese 2 Gräben springst, aus dem dritten kommt immer da unten eine Spinne raus, wenn du genau. Die eine tötest. Richtig. Das war, wusste ich tatsächlich. Jetzt gibt's Klempner. Willst du den Bobby vorlesen? Lunch will be ready soon. We have mushroom stew. Geh weg damit. Uff, verdammt. Wo ist irgendein komischer Eintopf? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Halte mich aus der Küche fern. Das ist... Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber... Ich halte mich mal an deiner Aussage. Mich aus der Küche fernzuhalten? Ja. Gute Idee. Wieso denn? Gute Idee. Kannst du nicht kochen? Oh, der spielt also Mario Galaxy. Nur die einfachsten Sachen kriege ich jetzt. Der, oh. Der spielt Mario Galaxy. Ist das cool. Aber womit? I really want to play the game, but I don't have any hands. Oh. Also, du hast mehr als nur keine Hände nicht. Ja. Ich meine, ich habe bislang noch keine Konsole und ähnliches gesehen. Okay, da war eine schwarze Fernbedienung. Warte, was? Wo, wie war, wo war eine schwarze... Ach, da. Vielleicht. Ja, aber die Konsole fehlt. Die Konsole? Die Konsole fehlt. Also ich sehe zumindest keine. Ja, dann schlecht programmiert, lieber Link Crash. Das war nicht sehr gut von dir designt. Was? Nein. Also, ey, komm, wir wollen jetzt hier nicht noch auf irgendwelchen Kleinigkeiten. Doch. Mist. Kleinigkeiten rumreiten. Hast du gehört, da war eine Münze. Ja, ein bisschen fies. Eigentlich ein gutes Versteck, wenn du mich fragst. Ja, aber das macht auch Sinn. Wer würde schon hinter einem Bild mit einer roten Münze gucken? I mean, das macht auch Sinn. Oh, verdammt. Ich wollte... Ja, gut. Also wenn du schräg springst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich oben festhalten kannst, weil du... Oh, what the fuck. Dann kannst du einfacher Ransprünge machen. Der Dude ist am Laptop. Und guckt YouTube-Videos. Guck mal, ich guck da sogar ein Let's Play von dir. Nee, da schaut das MG4. Das sieht man sogar da drauf. Also kaputt machen! Ja! Nein. So. Toll, du hast meinen Computer kaputt gemacht. Entschuldigung. Hey, Persona Space. I'm enjoying this guy's blooper like crazy. Ja, das ist SMG. Ist SMG4. Ja, halt's mal. Aha.
Oh, perfekt. Und hier der dicke Gorilla aus der Zahnpasta-Werbung. Oh, what? Oh, stimmt ja, da kann ich mich auch ein bisschen umschauen. Oh, lol. Jump Trick. So, dann schauen wir ein bisschen um. Das ist... Ja. Da kommt noch mehr Spinnen, ey. Das ist verdammt. Sag mal, hast du. Ich werd mich so hassen für diesen Kommentar. Hast du die Betten gesehen? Die sind ja sogar für Rüdiger zu klein. Nein, die sind für Rüdiger viel zu groß. Weiß nicht, was du unter klein verstehst? Ich glaube, ich muss noch mehr mit dem Zaunspfahl wedeln. Oh, wenn ich Glück habe, muss ich dich damit erschlagen, damit du das verstehst. Okay. Dann mach das. Ich hab eh nichts anderes. Ich warne, dass heute bei mir nichts Gutes bei rumkommt. Das ist mir egal. Das ist mir so egal. Das ist genau das, was ich. Das ist den Stoff, den ich brauche. Verrate mich immer um Bobby? Warte, den Bobby sprich mir noch an. Aber die sind aber auch wie eine Plage. A scuttlebug in my bed. Where did it come from? The addict? Somebody should wipe them out right now. Ja gut. Das kann man. Moment, da kann Soll ich... Soll das ein Hinweis sein? Nein. Scuttlebug, also eine Wanze oder irgendwas? Ich weiß nicht, was das ist. Es bringt nichts, die Käfer zu töten, außer Geld. Ach, der war da... Ja, dann schauen wir das ein bisschen an. Da sind noch 3 Münzen. Oh, das ist ein Extra-Leben. Oh, ein Extra-Leben. Wie cool. Ich wollte dich schon warnen. Diese verdächtige Farbe war irgendwie... Egal. Nothing beats a breath of fresh air. Sometimes you got to blow it away in the outside. Was? Oh gut. Da muss man sich jetzt von anfangen, um an den Stern ranzukommen. Das war ganz einfach. Das kriegt selbst Rüdiger hin. Ja, red weiter. Das kriegt selbst Rüdiger hin. Nee, Spaß macht schlecht. Jetzt wollte ich gerade diese Lobeshymne genießen, da reißt er wieder alles mit dem Hintern. Aber ich werde dir tatsächlich noch den einen... Oder ne, bevor ich den anderen Stern zeige, will ich erst einen anderen Stern zeigen. Was ich tatsächlich bei meiner Leistung wäre ziemlich stolz. Moment mal, bin ich falsch gelaufen? Ich hoffe mal nicht. Ja, dann machen wir kurz noch was. Okay. Oh, ich bin falsch gelaufen. Na gut, dann sterbe ich mal kurz. Liebe Kinder... Bitte macht das nicht nach. Doch. Auch nicht mit gewissen Absichten. Ja doch. Ist immer gut. Suizid ist gut, Kinder. Macht das gleiche wie ich und dann werdet ihr genauso viele Klicks bekommen. Ihr werdet zwar vielleicht nicht mehr am Leben sein, aber ihr kriegt die Klicks. Wie alle Leute sagen, Klicks überall. Was? Nein. Um Gottes Willen. Da denkt man noch falsch über mich. Ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen. Ach echt? Ich nicht. Ich bin vollkommen fein. Okay. Wo bin ich jetzt mache ich mir sogar noch mehr Sorgen. Wo bin ich jetzt überhaupt? Verdammt, ich habe irgendwie vergessen. Moment, ich glaube, ich muss dein Kinderzimmer, wenn du weiter solchen Mist redest. Nein. Ja. Oh Gott, das war ein bisschen verschätzt, sorry. Das war nicht sehr gut von mir, aber das war gut von mir. Und ja, Nein. Dieser Kaiser hat es tatsächlich... Das ist der Checkpoint. Ich habe jetzt schon gedacht, du müsstest da unten gegen den Koopa rennen. Nee. Aber der Hack ist ziemlich... Also der Kaiserhack ist ein ziemlich einfacher Kaiserhack. Also einsteigerfreundlich. Bis auf ein paar Level, die später noch kommen, die wirklich schwer sind. Die was aber... Ist dieser hier? Ja, tatsächlich. Das ist ein sehr einsteigerfreundlicher Kaiserhack. Sonst hätte ich den nicht ohne 6-6 geschafft. Das heißt nicht ein Front gegen sein. Und wenn am Ende noch da von dir was übrig ist... Warum nicht? Dann hoffe ich mal, dass ich das wieder vorstelle, wie damals beim... Ich hasse mein Leben. Ja, genau um 17,8 cm verfehlt. Oha, das war aber sehr schön gut berechnet von dir. Das freut mich. Ich habe geraten. Verdammt! Das waren mehr als 17,8 cm. Das war weit... Oh, ich habe weit aus die Kante verfehlt. Kant. Nein! Kant. Ey, das habe ich das damals gefirstet. Bitte glaubt mir, bitte. Wow. Oh! Aber keine Worm des Versagens stelle. Doch. Also, kann der aus dem Hechter noch einen Wattsprung machen? Wenn du
so das machst, dann schon, wenn du noch irgendwo draufklebst. Das wusste ich längerzeit auch nicht. Aber das ist bei dem Hack tatsächlich nötig. Aber ich überlebe das, weil ich bin... Weil ich wusste das. Gut, du bist brillant, du bist genial. Nee, ich musste mich einfach irgendwie retten. Ah, das war besser. Meister, nicht lehre sie nicht mich gut. Deine Kunst. Also wenn du das lernen willst, dann... Ja, das hast du in 2 Sekunden, weil... So runterzufallen kriegt jeder hin. So ab. Was hast du für einen Controller? Was benutzt du für einen? Ich benutze PS4-Controller. Ja... Sieht der aus, der Controller, wie einer von der Xbox und einer oder einer von der Playstation? Ich spiele einen PlayStation 4 Controller, PS4 Controller, habe ich doch gerade gesagt. PS4 sollte das heißen, alles klar. Okay, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Nein! Haha! Gerettet, wow. Na gut, aber das... Alter, was... Ich weiß, dass die Stelle schwer ist, aber dass ich mich ganz so blöd anstelle. Wer hat die Abstände berechnet? Linkirch, I guess? Also, der ist ja der Ersteller von diesem Hack. Ich hoffe, der steht nicht mit Mathe auf Kriegsfuß. Nein, nee, also ganz einfach. Es knapp aus. Ja, ganz einfach. Ja. Das krieg selbst ich hin. Ich bin nur noch 1 Zentimeter mit Hut. Was? Ich bin nur noch 1 Zentimeter mit Hut. Mit Hut? Ach, du hast so ein Rüdiger-Gerät. Ich verstehe. Er ist 3 Zentimeter mit Hut. Nee, er ist nicht mal 1 Zentimeter mit Hut. 3 Zentimeter mit Hut. Nö. No. No. Ja. Aber, Warship. My boy, Dinner. Also, wenn er jetzt in diesem Hack auch noch ein Level mit Boot aufkommt, oh, dann wirst du aus dem Zählen nicht rauskommen. Oh, das wird das nächste Level sein. Weil das ist tatsächlich ein Secret-Level, was ich hier habe. Und ich werde nicht die Wars von meinen eigenen Projekten sehen, weil das wäre ein bisschen awkward. Das mache ich nur bei Rüdiger. Ach, Mist. Dann muss ich dir was anderes zum Zählen geben. Nee, du kannst ruhig irgendwas... Wenn dir was einfallen würde. Ja, wenn dir was einfallen würde. Moment. Huch. Oh, stimmt. Das Schild darfst du vorlesen. The universe is a hologram. Reality is an illusion. Das wäre schön. Buy gold. Buy. What? Stand on me if you will. But don't pound me or else I kill. Warte, echt? Echt, dass das... Was? Okay, ich will kurz das ausprobieren. Ja, das hätte ich jetzt aber auch ausprobiert. Okay. Okay. Den hast du so schön synchronisiert. Danke. Das war ein klarer Schmaus für die Ohren. Ja, von der Landung. So, dann haben wir diese eine Secret-Welt abgeschlossen und gehen jetzt nur eigentlich da, wo ich dich eigentlich dabei haben wollte. Danke. Ach, kann das sein, dass der letzte, den du da geholt hast, dieser verwaschene Stern genau. war, den dieses Schild so angesprochen hat? Ah. Lost Island, Kurs 3, View of Paradise. Das klingt doch gut. Ein Urlaub ist ein sehr gutes Stichpunkt. Und da ist auch das Schiff, was ich angesprochen habe. So. Warship. Warship. My ship sails in the morning. In the morning. You managed. In the morning. My ship sails in the morning. In the Can morning. Can you read this mother walking shield mean? That's a ship. So, you managed to make it to the good side of the dimension. Not bad. Danke. I've read studies show that you've given on the bad side. Probably a flaw in the data. I guess. Either way, here you are. So let's stop with the formalities and get down to business. The world takes place in a series of deserted isles. Once overrun by some fearsome pirates never known to exist. Blackbeard. Kann ich nicht aussprechen, kann Abdu ich nicht Wally aussprechen. Moose, King Captain K. Rool, Robbie Rod, Dora die Explorer. Dora die Explorer. You name it. The legend has it that untold riches are located with these islands waiting for to be discovered. They're exactly these treasure troves are located since between Lost in Time, but if you're there anyone, you can cover it. It's you. You! The Bob and Brigitte is exploring this area as well, so be sure to ask them if you're discovered anything.
Gut, dann gehen wir mal zu der Bobbenbrigade. Was, willst du nicht mit diesem Apple-Car anfahren? Warte, was anfahren? View of Paradise. Willst du nicht mit dem Apple-Car am Anfang fahren? Nö. Ich versuche die Stelle, dass ich in Reihenfolge zu machen, wenn ich mich dran erinnere. Ach so. Ich versuche es. Ich kann nichts versprechen, was ich mich daran halte. Aber View of Paradise ist ein guter Stichpunkt, da gehe ich auch gleich hin, weil... Okay, da sehen wir wohl mal die ganze Insel aus luftiger Höhe. Nein! Okay. Abgeschwört. Okay, da kannst du nichts sagen, dass das wirklich einfach nur schlecht war. Das nennen wir mal einen Kollateralschaden. Richtig, genau. Genau, du sagst es. Oder diesen. Das war überschwänglicher Eifer. Hochmotiviert. Vielleicht ein bisschen zu viel Hochmotivierung. Und das ist der einzig schwere Sprung in diesem Level. Na, dann möchte ich aber, dass du den ohne Save States machst. Oh, perfekt. Hab ich. Siehst du mal, wenn du ohne Save States spielst, bist du ein echter Gott in dem Spiel. Warship? Ein echter Gott, ne? Ja. Erstmal alle töten. Ach komm! Mach das halt so. Hätte jetzt so klappen können, dass du gleich alle in einem Rutsch platt machst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, richtig. Das ist ein Kackstern. Oh, das ist sogar eine Bowser-Flagge. Da sehen wir mal die gesamte Insel. Da können wir uns das mal ein bisschen anschauen. Und ich glaube, das ist so eine Detailliebe. Der ist so detailverliebt. Ja. Alle Achtung. Aber was wird passieren, wenn ich diesen Stern einsammle? Das werden wir erst im nächsten Part erfahren, weil die 20 Minuten sind schon lange rum. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wieder mit Lilly. Oh ja! Und bis dahin. Euer Conny.